Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute herausgekommen sind. Es ist zwar nicht nur die Mods von heute, denn gestern ist eine herausgekommen, am Freitag sind glaube ich zwei herausgekommen. Deswegen fasse ich die alle zusammen heute und zwar einfach die Mods von Freitag, gestern und heute. Wir haben es insgesamt zu tun mit zwei Updates und 8 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Lennox für das Erneuern der Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den Krukowiak Z437 von JMZ und VNSFDG2. Downloadgröße 10,23 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Zuckerrüben-Lademöglichkeit hinzugefügt. Abhängigkeit von Grimme-Pack entfernt. Also es ist nicht mehr notwendig, das Grimme-Pack von Pepe978 zu besitzen. Das nächste Update kommt für die Mod Schnellere Nacht von Apueri. Downloadgröße 25 KB in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, fix, Zeitskalierung wird nicht richtig geladen bei Spielstart. Ja, das waren schon die Updates und damit kommen wir zu der einen neuen Mod, die am Freitag herausgekommen ist. Und zwar heißt diese Schneckenförderer, kommt von Piesel, Downloadgröße 3,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist natürlich ein Förderband oder eine Förderschnecke, die gebraucht werden kann, um natürlich Sachen vom Boden in einen Anhänger zu laden und oder aber auch in ein Silo zu bringen. Diese kommt mit einer Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h, 600 Liter ist es zwischen Fassungsvermögen, 509 Kilo wiegt dieser und kostet 6000 Euro. Das Design kann verlängert werden von 5 Meter auf 6,50 Meter. Die Designfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft oben ganz vorne dieser Teil hier. Die Designfarbe 1, das ist diese hier, betrifft das Rohr. Die Designfarbe 2, was blau ist hier oder jetzt rot, betrifft die quasi die Stelzen. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft die Räder. Die nächste neue Mod heißt Fleming Ballenspitze. Diese kommt von Minis Modding, Downloadgröße 0,4 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich ein Ballenspieß, wiegt 65 Kilo und kostet 300 Euro. Wir kommen zum Noli P15, P19 und P23. Dieser kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 11,73 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein grober, in diesem Falle hier den P15 mit einem Gewicht von 2,2 Tonnen, braucht 110 PS, Arbeitsbreite 3,80 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und der Preis liegt bei 9000 Euro. Beim Design kann das verändert werden auf den P19, wiegt 2,9 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 4,8 Meter und kostet 1000 Euro mehr. Für 2000 Euro mehr kriegen wir den P23, der wiegt 3,4 Tonnen, braucht 195 PS und hat die Arbeitsbreite von 5,80 Meter. Wir kommen zu einer nächsten Mod, die am Freitag herausgekommen ist, und zwar ist die C-Trend Tank Toplift Steuer und Trendsysteme von BM Modding und Wobster, Downloadgröße 49,75 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Pack hier so ähnlich wie der IT Runner, also dieselben Systeme, wir haben zwei Achse oder ein Dreiachs-System, also wir starten mal mit dem Dreiachs-System. Wiegt 9,8 Tonnen und kostet 65.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Da gibt es noch zwei verschiedene Reifenvarianten und das war's dann auch schon. Dann gibt es noch die Zweiachs-Version, die wiegt 6,9 Tonnen und kostet 40.000 Euro. Die Radoptionen haben wir schon gesehen. Dazu gibt es die Trend Box, das ist diese hier, 35 Kubikmeter Fassungsvolumen hat diese standardmäßig und zwar das heißt für die Zweiachs-Version. Dann 2,5 Tonnen wiegt dieser und kostet 10.000 Euro. Die Kapazität wiegt wie gesagt bei 35 Kubikmeter, kann erhöht werden auf 40 Kubikmeter, wobei das dann auch auf die Dreiachs-Version gebracht werden muss. Logo dunkel oder Logo hell, Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann gibt es den Trend Tank Jumbo, der hat ein Fassungsvolumen von 20 Kubikmetern, wiegt 3 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Streuweite von 12 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 42.000 Euro.
Das ist ein Düngestreuer oder Gerestestreuer, natürlich hier für die 2-Achs-Version. Die Kapazität kann erhöht werden um 5 Kubikmeter, also auf 25 Kubikmeter. Auch hier, das ist die 3-Achs-Version, braucht wie gesagt 180 PS, alles andere bleibt sich gleich. Das Design auch hier kann geändert werden, Hauptfarbe hier kann auch geändert werden. Und zwar betrifft dies die Basis und die Designfarbe ist natürlich klar, ist der Tank. Und als letztes kriegen wir noch den Trent Tank Octo. Dies ist ein Tank, ganz normal zum Hin- und Herfahren von Gülle, Gärreste und Wasser. Hat ein Fassungsvolumen von 17,5 Kubikmetern, 3,4 Tonnen wiegt dieser, 150 PS braucht dieser. Hat ein Fassungsvolumen von 17,5 Kubikmeter, wiegt 3,4 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsbreite von 12 Meter und 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis 29.000 Euro. Auch dies ist ein Streuer. Kann auch erhöht werden auf 21 Kubikmeter. Das ist dann auch für die 3-Achs-Version. Dann gibt es auch hier natürlich das Logo hell oder dunkel. Und hier die Hauptfarbe haben wir auch schon gesehen. Und die Designfarbe natürlich ebenso. Die nächste neue Mod heißt LH822D. Diese kommt von Woodcraft Modding und Oscar 8599. Downloadgröße 27,97 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das natürlich ein Baumernter, eine Sägemaschine, kommt mit der Leistung von 282 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 585 Litern, 80 Litern DEF, 6 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 37 Tonnen und kostet 485.600 Euro. Der Unterbau, also der Unterwagen, kann geändert werden vom Schmal zum Breiten oder zum Breiten mit Moorbändern. Das ist dieser hier, ne? Die Marke hier kann geändert werden von Tigercat zu TCI und dann das Tigerauge. Das sind also diese 2 Versionen. Heckschild kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann gibt es noch das ER-Boom-System. Das ist eine Funktion. Was die genau macht, kann ich leider nicht sagen. Aber das sind die Möglichkeiten hierzu. Wir kommen zu der Mod, die gestern herausgekommen ist. Und zwar ist es der Case IH Patriot 350 von Connect Modding, Agrotono und Rodrigo Alandia. Downloadgröße 28,97 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Da hat sich also die brasilianische Connection zusammengetan und hat eine hervorragende Mod gebracht. Dies ist natürlich eine selbstfahrende Spritze für Flüssigdünger und natürlich Pflanzenschutzmittel. Kommt mit einer Leistung von 250 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 319 Liter, 36 Liter für DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 3500 Liter ist das Tankvolumen für das Spritzgut, das heißt also für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel. Das Gewicht liegt bei 13,2 Tonnen, die Arbeitsbreite 36 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 25 km/h und kostet 260.000 Euro, ganz knapp. Es kann ein Zusatztank hinzugebaut werden, und zwar kommen diese hier hin. Und das erhöht die Kapazität natürlich des Sprühmittels um 200 Liter. Also wir haben dann 3700 Liter Füllvolumen. Die Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Dann gibt es punktuelle Unkraftbekämpfung, die natürlich hinzukommt, wenn man das Precision Farming besitzt. Das kann man hier hinzubauen. Und das war's zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, die Radbreite, die Spurbreite kann man verstellen, wenn man auf dem Feld ist. Natürlich Pflegebereifung drauf, damit nicht die Frucht kaputt geht. Und ja, das ist diese Spitze. Die nächste neue Mod heißt Werkzeughöhensteuerung Zusatzfunktionen von Didi Mod Passion. 24 kb ist die Downloadgröße, Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod ist sehr ähnlich wie die, die wir schon haben, wo die Höhe der Schneidewerke verstellt werden kann manuell. Hieß hier, fügt die ganzen Funktionen nicht nur den Schneidewerken sonst hinzu, sondern Maisblöcke, Feldhäcksler und so weiter natürlich auch. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod und zwar heißt diese Bin 500 Pack von Raystar. Downloadgröße 26,91 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden. Unter Gebäude und Silos gibt es 3 verschiedene Versionen. Zum einen mal diese Version hier, das ist die Bin 500. Die hat 500.000 Liter Fassungsvolumen als Silo. Kostenpunkt 95.000 Euro zum Platzieren. Das ist die doppelte Version, also mit 1 Million Liter Fassungsvolumen als Silo. Kostenpunkt zum Platzieren 150.000 Euro. Dann gibt es noch die vierfache Version. Das ist dann 250.000 Euro und hat natürlich 2 Millionen Liter Fassungsvolumen.
Wem das noch nicht genug ist, der kann dann unter Silo-Erweiterung noch jeweils einen Bin hinzubringen, der dann jeweils 100.000 Liter hinzusätzlich noch gibt. Die kann natürlich einfach nebenan aufgebaut werden und damit erhöht sich natürlich das Volumen. Kostenpunkt zum Platzieren 75.000 Euro. Ja, hier kann man zu diesem Ausrufezeichen hingehen, einmal klicken und dann geht die Plane weg. Und dann kann man sie wieder hinbauen. Ja, das ist im Prinzip alles, was es zu der Mod zu sagen ist. Das scheint sehr schön zu sein. Ich weiß nicht, ob die Erweiterung wirklich nur 100.000 Liter sein müsste. Denn es heißt ja Bin 500 Pack. Vielleicht müsste man da noch die 500.000 Liter hinzutun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es dies auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gern deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Inhalte dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Überlege dir doch, Kanalmitglied zu werden, um dem Kanal zu helfen, zu wachsen. In dem Sinne würde ich mal sagen, ja, weil es das erste Video war diese Woche, eine gute Woche schon mal, einen schönen Start und wir sehen uns bald wieder. Bis denn, ganz, ganz herzlichen Dank, danke, tschüss und hasta luego.